Auf ein kurzes Wort. Würde man die Gemeindemitglieder, jene Kreise, in denen das johannäische Schrifttum entstanden ist und gelesen wurde, also die Johannesbriefe und das vierte Evangelium, würde man diese Leute fragen, für wen sie sich hielten, wäre die Antwort bestimmt nicht, wir sind Christen. In den ersten Generationen ist das werdende Christentum eine innerjüdische Reformbewegung gewesen. In zwei Richtungen, nämlich inhaltlicher Art, ohne dass wirklich etwas originär Jüdisches abgestreift worden wäre, sondern es ging um ein Ernstmachen der Gotteshoffnung und in einer anderen Hinsicht in einer universalen Art und Weise, weil nun die engeren Grenzen des Judentums gesprengt wurden und zunehmend, wie wir das nennen, Heiden sich dieser Reformbewegung angeschlossen haben. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen sich die neutestamentlichen Schriften, die durchaus unterschiedlich sind, so unterschiedlich wie auch die entsprechenden Gemeinden, die so nach und nach sich im Römischen Reich etablierten. Und gerade das vierte Evangelium, Stichwort jüdische Reformbewegung, ist durch und durch getränkt mit geheiligtem Erbe Israels, das nun allen, eben auch den Heiden, den Nichtjuden, zugutekommen möge. Und die Abschiedsreden Jesu, in denen wir uns bewegen, sind so etwas wie sein Vermächtnisprogramm. Und bitte, man möge sie mit biblischen Augen lesen, mit biblischen Ohren hören. Nicht sich an diesem raunenden Fürnehmen ergötzen, wie es sprachlich daherkommt, sondern hinter der sprachlichen Gestalt das geheiligte Erbe Israels aufdecken und neu entdecken. Wenn jemand mich liebt, so der johannäische Christus, also das tut, was er als Lehrer den Seinen vorgelegt hat, sich daran hält, wird er in der Tat mein Wort halten. Und das ist kein seltsames Zauberwort, sondern das ist die Auslegung dessen, wie ein Leben mit Blick auf diesen einen Gott zu führen ist. Immer wieder die entsprechenden Gedanken von Gerechtigkeit, von Frieden, von Freiheit. Mein Vater wird ihn lieben. Warum? Weil es die Gebote jenes Gottes sind, denen es um Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit geht. Damit bist du verbunden mit jenem Gott, den Jesus als Lehrer uns vorstellig macht. Und wir werden zu ihm kommen, weil genau das umgesetzt wird und dann sozusagen in ihm oder ihr, der oder die das ins Werk setzt, gegenwärtig ist und bei ihm Wohnung nehmen. Wohnung nehmen, ein typisch jüdisch-biblisches Konzept, nämlich die Einwohnung der Präsenz Gottes in diesen Menschen. Und zwar in diesen Menschen, und das ist nun ein abgrenzendes gegen eine andere Schiene innerhalb des antiken Judentums, wo schwungvoll behauptet wurde, die eigentliche Einwohnung Gottes ist im Jerusalemer Tempel. Und nun wird ein jeder, der dies umsetzt, der dies lebt, zu einem göttlichen Tempel, in dem Gott Wohnung genommen hat. Und jenes vom Heiligen Geist, was hier eingespeist wird, meint dieselbe Denkfigur, also nicht ein irgendwie Drittes in Gott, sondern die göttliche Präsenz wirklich in dir und das im Blick darauf, Krisenbewältigung, dass der Nazarener durch seine Hinrichtung von der Bildfläche verschwunden ist. Aber genau das, was er gelehrt hat, was er rübergebracht hat gewissermaßen, in den Seinen fortlebt. Und somit lebt auch der Nazarener fort. Und das ist dann Einwohnung jenes Geistes. Das Christentum hat sich etabliert, es ist erwachsen geworden und in unseren Tagen ist es alt geworden. Es möge neu jung werden. Es möge neu jung werden und das geschieht nicht, indem man darauf wartet, dass die Oberen, ob mit weißem oder rotem oder violettem Käppi, die Dinge ins Laufen bringen, sondern ihr, du bist gefordert, die Dinge neu und verjüngt werden zu lassen. Eine Reformbewegung sind wir von Anfang an und kein museales Verwalten von ewigen Wahrheiten, sondern das Tun dessen, einer Wahrheit,
die die Welt frei machen möge. Packen wir es an. Seien wir dessen eingedenk. Wir sind eine von Gott beseelte, von ihm erfüllte Reformbewegung für diese Welt. Gott möge uns segnen. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.